ist ja wirklich ein großer Plus. Bilderbus Hermel Körner. Frau Körner. Wow. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das zu machen? Ich möchte mich vorweg gleich recht herzlich bedanken beim Herrn Bürgermeister, bei der Stadt Wels sowie bei der IDS, beim Herrn Stöttinger, der mein Projekt, also die beiden, haben es ermöglicht. Viele von den Gästen wissen vielleicht, ich habe drei Leidenschaften. Die erste ist die Stadt Wels. Berufliche Leidenschaft war Autobusfahren. 37 Jahre habe ich 2,5 Millionen Kilometer zurückgelegt und auf diesen Reisen habe ich immer gemalt. Alte Traumbrücke, der Rheinberg, der Stadtplatz, das alte Mauthäusel in Machtrenk, bei der alten Brücke, das kennen die wenigsten. Ja, also alles, was halt Stadlbaurer mit Schwanensee, der Traum, ja, alles, was eigentlich so an der Traum und neben der Traum zu finden ist, sind 12 Bilder, die auch im Kalender vorhanden sind. Gibt es schon genaue Termine, wenn Sie in Wels irgendwo stehen? Ich werde in den nächsten Wochen an Plätzen stehen, wo Veranstaltungen sind. Am Markt einmal dann am 1. August beim Schnäppchenmarkt und werde auch so durch die Stadt fahren, zum Bauernmarkt. Also überall dort, wo was los ist, wird man mich in den nächsten Wochen finden. Schön. Alles Gute, viel Spaß, keinen Unfall und die Inspiration für neue Bilder.